Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Dieses Mal auf meinem Zweit-Account und zwar auf Aurora Pixielight. Ihr seht es hier oben, sie reitet gerade noch Baby Boy. Ich habe aber mir aus der App ein Pferd gekauft. Es tut mir leid, ich habe das dieses Mal nicht aufgenommen, weil dieses Video nicht nur ein Pferdekauf ist, sondern wir wollen einfach auch die Aurora neu einkleiden, wir wollen das Pferd neu einkleiden und deswegen wäre das von der Zeit her einfach zu viel gewesen. Falls ihr im Nachhinein gerne noch ein Video gehabt hättet, wie ich das Pferd großziehe, dann kann ich das natürlich trotzdem gerne noch machen, weil das Pferd könnte ich ja theoretisch noch großziehen. Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann mache ich das gerne für euch. Aber welches Pferd hat sich die Aurora gekauft und ich glaube, viele von euch haben es gerade schon erraten. Ich habe mir den Lusitano Cremello auf meinem Zweit-Account gekauft, weil ich finde ihn einfach so unfassbar schön und jeder, der meine Horse-Reality-Videos kennt oder letztendlich egal welche Pferdevideos, der weiß, dass ich ja Cremellos so sehr liebe und wir knuddeln sie erstmal für die Liebe. Sie ist meine zweite Stute auf diesem Account und ich sehe sie tatsächlich jetzt gerade auch erst zum allerersten Mal. Und, oh mein Gott, Leute, ich bin gerade super nostalgisch, weil sie ist einfach so krass schön. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ich sie habe. Und ich hätte gesagt, wir setzen uns gleich mal auf die Maus drauf, geben ihr Hufeisen. Ich habe, also die Aurora, die ist erst Level 10, Leute. Nee, das Pferd ist Level 10. Was ist denn die Aurora für ein Level? Ich sehe es hier gerade nicht, weil mein Frame hier gerade drüber ist. Level 13 bin ich, Level 13. Das ist super süß, oder? Die Aurora hat gefühlt nichts anzuziehen. Das ist natürlich immer so ein Problem auf dem Zweit-Account. Wow. Ich mach mal das Interface aus, oder? Das sieht doch super schick aus, oder? Ehrlich gesagt, gehen wir mal hier rüber. Ich kann euch die Führanimation nicht zeigen, weil ich die Führanimation hier auf dem Account nicht gekauft habe, weil meiner Meinung nach ist der vollkommen sinnlos. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wie ging das jetzt nochmal? Leute, ich mache das nie. Oh, das ist super. Dann einschäumen. Ja. Das ist klasse, oder? Ach, kleine Vanilla. Sie heißt übrigens Vanilla, falls ihr euch gefragt habt. Ach, bist du süß. Und dann noch die andere Seite. Und dann sind wir fertig. Dann braucht sie noch was zu essen. Was geben wir ihr denn? Wir haben hier irgendwie nichts zu essen auf diesem Account. Doch, wir haben ein. Ah, das backt hier drin, glaube ich. Ne? Das hattet ihr mir, glaube ich, gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Und noch ein bisschen Hufe auskratzen. Und trinken. Oh, das ist eine so schöne Animation. So. Also, ich liebe sie jetzt schon. Für alle, die Lusitano schon kennen, wissen ja letztendlich, was der Lusitano alles kann. Ich habe so viele Lusitanos gekauft, Leute. Ich werde euch jetzt auch ein paar Videos noch hoffentlich einblenden. Hier oben rechts beim i. Ich komme nicht raus. Hallo? Lass mich raus. Da könnt ihr dann die verschiedenen Videos sehen, wo ich alles detailliert nochmal zeige. Aber wie gesagt, das Video soll das heute nicht sein. Ach ja, ich komme hier in Moorland raus. Oh Leute. Okay. Dann gehen wir, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal Richtung Shopping Center und dann sind wir gleich wieder zurück. So, dann sind wir im Shopping Center angekommen und als erstes braucht die Aurora eine neue Frisur, denn die Giotto-Tiber-Frisur haben wir schon super lange und wir können ja Gott sei Dank endlich die Frisuren, horten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh mein Gott. Leute, am Ende des Videos zeige ich euch auf jeden Fall auch noch die Animationen vom Trakehner. Wenn ich es schaffe, gehen wir auch auf jeden Fall noch zum Friseur. Und ich zeige euch natürlich dann auch das fertige Outfit in voller Montur. Aber die Aurora, die braucht auf jeden Fall einfach ein Makeover.
Und sie ist schon richtig süß, oder? Dann gucken wir uns mal die Frisuren an. Wow. Und die Ohrringe sind super süß, oder? Ich befürchte nur, dass die zum neuen Outfit nicht so gut passen werden. Wow. Die Frisur hatte ich letztes Mal schon angeschaut und die steht Aurora super, oder? Oh mein Gott. Das Mädchen sieht so klasse aus mit dieser. Uiuiui, die ist auch schön. Ja, blond bin ich halt nicht, ne? Nee, die Frisur. Oh, die ist auch schön. Oh mein Gott, diese Frisur ist auch so schön. Gibt es die auch in dunkelbraun? War das dunkelbraun? Nee, das war rot. Da ist dunkelbraun. Ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt die für 70 Starcoins. Equip now, weil ich die super schön finde. Diese hier, die möchte ich auf jeden Fall der Aro. Ach nee, aber da sieht man ja. Oh mein Gott, da sieht man die Ohrringe nicht. Und hier sieht man die Ohrringe. Jetzt habe ich schon 70 Starcoins ausgegeben. Ich krieg einen Heulkrampf. Da sieht man die Ohrringe so schön. Leute, dann kaufen wir die jetzt auch noch. Oh mein Gott, ich habe jetzt nicht gerade im Ernst über 200 Starcoins ausgegeben, nur weil ich zu dumm bin, eine Frisur zu kaufen. Oh mein Gott. Oh, ich habe nicht gerade umsonst 70 Starcoins aus. Wobei, wir können das ja ändern, ne? Wir können es ja immer mal wieder wechseln, hätte ich gesagt. Na, falls ihr euch gefragt habt, welches Outfit ich kaufen möchte. Ich glaube aber, keiner hat sich gefragt, welches Outfit ich kaufen möchte, oder? Leute, wir kaufen diesen Hut. Und setzen ihn auf, natürlich. Außerdem kaufen wir selbstverständlich der Hut. Was hat denn der Hut jetzt gekostet? Ich kann mich nicht mehr erinnern, Leute, was der Hut gekostet hat. Dann kaufen wir hier dieses wunderschöne Mäntelchen für 109 Starcoins. Was hat denn der Hut gekostet? Dann brauchen wir auf jeden Fall die Handschuhe für 39 Starcoins. Die Schuhe für 59 Starcoins. Und die Hose, die finde ich furchtbar. So, jetzt Moment. Wir müssen hier ganz kurz uns. Oh mein Gott, es sieht so klasse aus, Leute. So. Und dann brauchen wir noch eine Hose. Aber diese Hose, die finde ich nicht gut, weil die ist wieder wie die Kentaella-Hose, ist die nur halb. Und das gefällt mir nicht. Und jetzt brauche ich einen anderen Angle. Hier, den hier vielleicht. Ich hätte gesagt, wir kaufen diese hier, weil ich die einfach zuckersüß finde. Und sie kostet. Ich habe schon wieder nicht geschaut. 90 Starcoins, Leute. YOLO. YOLO. Wow. Wir sehen richtig toll aus. Jetzt passen nur die Ohrringe nicht mehr dazu. Ja, wie vermutet, ne? Wir brauchen auch noch neue Ohrringe. Aber als nächstes gehen wir jetzt shoppen fürs Pferd. Da sind wir auch schon angekommen. Oh mein Gott, ich habe nur noch 773 Starcoins. Was habe ich denn alles gekauft? Ach ja, ich habe das Pferd gekauft. das Die Vanille hat übrigens 949 Starcoins gekostet. So, wir brauchen. Oh ja. Oh ja. Den kaufen wir auf jeden Fall schon mal. Es ist schade, dass man das nicht noch sehen kann, wie das sonst aussieht. Aber das sieht schon richtig hübsch aus, Leute, oder? Was meint ihr? Ach, wir nehmen die jetzt. Die kostet 89 Starcoins. Ich habe schon wieder nicht geguckt, was der Sattel gekostet hat. Ich mache es einfach so. Ich mache, nachdem ich mit allem fertig bin, einfach einen kurzen Cut. Und dann rechne ich aus, wie viele Starcoins ich insgesamt ausgegeben habe und sag euch das dann. Oh Gott, Leute. Das Einzige, glaube ich, was ich nicht kaufen werde, ist die Trense. Denn die Trense ist nicht Jumpy-fähig. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass Star Stable uns eine Trense gibt, die nur mit Starcoins kaufbar ist, die nicht Jumpy-fähig ist und die ehrlich gesagt eigentlich auch nicht so gut zum Outfit passt. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht passt irgendwas. Das Kalterzaumzeug sieht super aus. Was meint denn ihr? Das sieht doch richtig klasse aus. Oh, so eins wird aber auch gut passen mit so einem Stirnriemen. Leute, ich habe eine Trense gefunden. Oh mein Gott, ist die schön. Das trendige Western-Zaumzeug für 83 Starcoins. Stärke 3, Geschwindigkeit auch 3. Und das ist wieder das Blau. Die nehmen wir. Bezahle mit Starcoins. Oh Gott, Leute. Wir legen sie natürlich auch gleich an. Und oh mein Gott, es ist so schick. Ab zu den Accessoires. Und es geht fröhlich weiter mit dem Shopping-Trip. Und Leute, das sieht perfekt aus, oder? Die Trense. Also, ich bin absolut begeistert. So, das ist die neue Tasche. Kostet 39 Starcoins. Wir kaufen sie.
Oh mein Gott, Leute, es ist einfach so unfassbar teuer alles. Egal, YOLO, Leute. Ich habe nicht umsonst bei Aurora so lange gespart. Ich habe übrigens bei Aurora mir noch nie Starcoins gekauft, sondern das ist alles angespart. Okay, das passt jetzt nicht perfekt dazu eigentlich. Aber es passt perfekt zu meinem Reiter. Was kosten die? 69 Starcoins. Okay, wir nehmen sie trotzdem. Und legen sie dem Pferd gleich an. So, dann haben wir eigentlich alles, oder? Wer passt denn hier rein? Bär? Oder der neue Hundi? Wir nehmen den neuen Hundi. Es passt aber eigentlich keiner von den Hunden hier wirklich rein. Wir sind jetzt in Dundall angekommen. Und ich suche gerade irgendeine Kameraperspektive, wo ich gut das sehen kann. Denn Leute, wir könnten ja unserer Maus eine Schleife, was? Eine Feder geben. Natürlich ist die schönste Feder die tollste. Wir nehmen sie für 99 Starcoins. Ich kriege jetzt hier im Moment einen Heulkrampf. Meine ganzen Starcoins, aber Leute, nochmal. Ich habe mit meinem Zweitaccount noch nie Starcoins gekauft. Ich habe mir Lifetime Star Rider gekauft. Für irgendwie 48 Euro hat es damals gekostet. Und habe keinen einzigen Cent danach mehr ausgegeben. Man sieht so schlecht. Moment, wenn ich von meinem Pferd absteige und dann da nochmal hingehe, sehe ich mich dann besser? Ja, semi-gut. So, dann haben wir Kreolen. Was haben wir denn noch alles? Schau mal her jetzt, Dakota. Aurora. Die sind ja schick. Gibt es die nicht in anderen Farben? Gibt es die nur in dieser einen Farbe? Aber die passen schon gut. Die Kreolen passen nicht. Hatte ich nicht gerade noch andere gesehen? Ach, es gibt eine zweite Seite. Oh mein Gott, ich bin so dull. Die sind schwarz. Die sind schwarz-weiß. Und die sind blau. Mir gefallen die für 139 Starcoins am besten. Und dann hätte ich auch gesagt, sind wir fertig mit dem Shopping-Wahnsinn, Leute. Das ist jetzt unser fertiges Outfit für, ich traue es mir gar nicht sagen, inklusive Pferd natürlich, 2171 Starcoins. Natürlich hätte man ein paar Sachen mit Schillingen kaufen können. Ich hatte aber tatsächlich zu keiner Zeit genügend Schillinge. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Oh, ich sehe gerade, ich habe mein Pferd gar nicht. Moment. Wo ist denn die Dekoration von meinem Pferd? Ach, hier. So. Jetzt haben wir aber alles dran, oder? So, jetzt sehen wir es besser. Das ist die wunderschöne Trense, die Federdekoration von meinem Pferd, die Schuhe, die Handschuhe, die Federn von Aurora. Die finde ich sehr, sehr schön. Die blauen, glaube ich, hätten auch gut gepasst. Die hätten aber nochmal 10 Starcoins mehr gekostet. Ich bin mega zufrieden mit dem Set. Es ist zwar unfassbar teuer gewesen, aber Leute, YOLO, wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz die Piaffe. Die Piaffe schafft ihr, indem dass ihr im Stand die Leertaste drückt. Und dann macht die Vanilla die Piaffe. Ich finde es wunderschön. Dann gehen wir einfach mal hier im Schritt noch ein bisschen geradeaus. Und ich muss gerade noch ein bisschen mein Outfit feiern. Es ist einfach so unfassbar schön. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lieben Lust habt, mit mir morgen, also am Sonntag, einen kleinen Livestream zu machen auf Server 5. Ich bin Server 5 Cloudy Rock mit Aurora, wo wir vielleicht ein bisschen questen und ja, die Vanilla leveln. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ansonsten level ich auf jeden Fall morgen ein bisschen alleine oder vielleicht mit den Leuten, die auf Discord sind. So, dann gehen wir mal ein bisschen schneller und stoppen. Das sieht einfach so mega klasse aus. Wow. Das sieht richtig toll aus, Leute, oder? Ich bin mega begeistert mit meinem neuen Outfit.
Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr dieses Outfit? Ich finde es einfach nur wundervoll. Dann war es aber auf jeden Fall mit diesem etwas anderen Pferdekauf. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Ich bin tatsächlich mega zufrieden. Ich liebe diesen Lusitano und ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!